Die Senne ist ein ganz besonderer Raum, der einmalig ist und der deswegen unbedingt unter Naturschutz gehört. Und wir wollen, dass der Nationalpark Senne, Teutoburger Wald, auch bald eingerichtet wird, weil die Naturparkwürdigkeit ist festgestellt. Und wir sind hier in einer Gegend, in dem aufgrund der großen Vielfalt, Biodiversität, eigentlich ein Standort geschützt werden soll, der ökologisch, wirtschaftlich, aber auch bildungsmäßig wichtig für die Menschen sind hier in der Region. Und wir stellen uns das so vor, dass zunächst ein Nationalpark Teutoburger Wald beginnen kann, auf Flächen, die auch sehr komplex, sehr vielfältig, auf kleinsten Raum sehr viel Arten beherbergt, dass mit dem begonnen wird und dass danach, wenn die Briten abgezogen sind, tatsächlich ein Nationalpark Senne etabliert werden kann. Also wir stehen hier am Hasselbach an den Donauper Teichen und befinden uns hier auf einem kleinen Stück des Hermannswegs. Wenn wir jetzt weitergehen würden, wären wir in 4,5 Kilometer am Hermannsdenkmal in Detmold. Welche Chancen ergeben sich denn durch einen Nationalpark Senne-Teutoburger Wald für diese Region? Ja, also erstmal natürlich für Natur und Umwelt, Klima und auch die Naherholung der Menschen, die hier leben, wäre das unglaublich wichtig, dass wir diesen Nationalpark hier vor Ort mehrheitsfähig machen. Ich bin da auch ganz, ganz sicher, dass wir das schaffen. Wir brauchen dafür schon eine ganze Weile und einen langen Atem. Aber ich glaube, wir werden viele Menschen davon überzeugen, dass diese Idee des Nationalparks wirklich gut ist für Natur, Umwelt und auch die Menschen. Und wir verbinden damit unheimliche Chancen, auch was das Thema Tourismus, Naherholung, nicht nur den Schutz der Artenvielfalt angeht, weil ich glaube, es wird viele Menschen auch hierher bringen in diese Region. Und damit wird die Idee des Nationalparks auch ein Stück weit beitragen zur Wertschöpfung für die Region, für die Menschen, die hier leben und davon dann auch ihre Arbeit finden.